Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe von Finance TV. Nächste Woche öffnet die Cebit wieder ihre Pforten und das ist lang kein Spielfeld mehr für IT-Nerds. Viele Unternehmen haben die IT, die Prozessdigitalisierung, als die entscheidende Waffe erkannt, um sich vom Wettbewerb abzusetzen. Sie investieren erhebliche Summen da rein und das Ganze ist Vorstandsthema und kein IT-Thema mehr. Wir schauen mal, was da drin steckt und haben uns dafür Reinhold Pfeiffer eingeladen von Capgemini Consulting. Sie leiten da die Finance Transformation Group. Herzlich willkommen bei uns. Vielen Dank. Es gibt ja so dieses Schlagwort, was jetzt seit ein paar Monaten herumgeistert, dass viele Unternehmen versuchen, ihre Prozesse komplett zu digitalisieren, sich zum digitalisierten Unternehmen zu machen. Wie viel Potenzial steckt da wirklich drin? Wenn man die quantitative Thematik mal zuerst anschauen, dann unterscheiden wir zwischen Topline und Bottomline Effekten. Und bei der Topline, sagen wir, geht es darum, neue Märkte zu erschließen, neue Märkte einfacher zu erschließen oder auch neue Kundengruppen zu erschließen. Und da hat letztendlich das Internet eine komplett neue Möglichkeit eröffnet, schnell hohe Skalierungsfähigkeit zu erreichen und dementsprechend ein neues Potenzial für die Unternehmen auszuschöpfen. Ein weiterer Punkt ist, durch die Skalierungsfähigkeit gibt es die Möglichkeit, dass man nicht nur ein Geschäftsvorfall, sondern Millionen Geschäftsvorfälle in kürzerer Zeit abwickeln kann. Und dadurch ergibt sich ein riesiges Potenzial an der Topline. Auf der Bottomline geht es eben darum, die Kosten deutlich zu reduzieren. Und zwar sowohl in der Prozesskosten, auf der Prozesskostensicht, als auch praktisch beim Working Capital. Auf der qualitativen Seite, das ist ja auch noch ein ganz wesentlicher Punkt, geht es darum, die Prozesssicherheit zu erhöhen. Weil je automatisierter die Prozesse vom Kunden und auch mit den Lieferanten automatisiert sind, je sicherer läuft der Prozess. Und das ist ja insbesondere auch für die CFOs ganz wichtig, um letztendlich dann eine hohe Compliance-Sicherheit herzustellen und die ganze Steuerungsfähigkeit der Prozesse von A bis Z im Griff zu haben. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wenn ich ein Unternehmen komplett digitalisieren will und so unterschiedliche Funktionen wie Vertrieb, Einkauf, Supply Chain, Produktion versuche zu integrieren, geht es überhaupt unter einer IT-Plattform, das zu subsumieren? Also wichtig ist zuerst mal, die Geschäftsanforderungen zu verstehen aus den unterschiedlichen Bereichen. Wir haben ja nicht nur die Funktionen, sondern wir haben ja auch unterschiedliche Geschäftsanforderungen nach Kundengruppen, nach Märkten, nach Produktgeschäft, Projektgeschäft, Servicegeschäft. Und diese Geschäftsanforderungen, die muss man sauber auseinandernehmen und letztendlich dann priorisieren. Und dann mit einem Best-Practice-Geschäftsmodell, Applikationsmodell zusammenführen. Und dann kann man das auch bereichsübergreifend machen? Kann man auch. Im Kern stehen moderne ERP-Plattformen. Mhm. Die Marktführer sind ja SAP und Oracle als ein Beispiel. Aber um diese ERP-Lösungen ranken sich weitere Applikationen, um wirklich die Digitalisierung end-to-end, also vom Kunden zum Unternehmen, zum Lieferanten und zu allen anderen Stakeholdern herzustellen. Sind es langjährige Mammutprojekte, die wirklich den CFO oder CEO permanent als Prozessowner brauchen oder ist das übertrieben? Also der CFO oder CEO muss Sponsor sein für so eine Initiative. Und so ein Projekt läuft ja in der Regel mehrere Jahre. Also Minimum 2 Jahre, in der Regel eher länger. 3 Jahre, 4 Jahre. Und die Governance für so ein Projekt ist elementar. Also von der Sponsorship, Vorstands-Attention. Und dann benötigen Sie für jeden Prozess einen entsprechenden Process-Owner. Mhm. Und auf der anderen Seite eine entsprechende Unterstützung von der IT-Seite, die letztendlich das dann in die ERP-Applikationen und Prozessapplikationen überführen muss. Mhm. Und das führt letztendlich dann hoffentlich zu einer sehr effizienten, effektiven Lösung mit einem hohen Automatisierungsgrad. Klingt am Haufen Arbeit, jetzt mal Hand aufs Herz, klar, jedes Unternehmen, jeder Prozess ist anders, jedes Projekt ist anders, aber trotzdem mal um Gefühl zu bekommen, wie viel kostet der Spaß eigentlich? Also viele Unternehmen geben eine zweistellige Millionensumme aus und es ist durchaus in Deutschland auch schon vorgekommen, dass dreistellige Millionensummen ausgegeben wurden, um solche digitale Plattformen zu erstellen. Auf der anderen Seite muss man natürlich sehen, dass das die Infrastruktur für einen globalen Konzern darstellt. Letztendlich geht es ja wirklich darum, global zu agieren und letztendlich eine Prozessarchitektur zu orchestrieren, um zu wachsen, weiter zu wachsen
und eine hohe sagen wir, Wirtschaftlichkeit und Produktivität sagen wir, herzustellen. Und viele Unternehmen erkennen auch, dass die Prozessarchitektur ein Asset ist. Und wenn das Ganze dann in Applikationen eingegossen, verzahnt ist, stellt es natürlich noch einen viel höheren Wert für das Unternehmen dar. Wie weit ist die deutsche Industrie unterm Strich denn schon gekommen bei diesen Projekten, beziehungsweise wie weit ist der Weg, der noch vor uns liegt? Also da finden wir ganz unterschiedliche sagen wir, Ausgangssituationen, wir sagen Maturity Level. Wir haben, ich sage jetzt keine Namen, wir haben Konzerne, wir finden Konzerne in Deutschland, die sind auch ganz am Anfang. Da finden Sie wahrscheinlich mehrere hundert ERP-Systeme weltweit. Und es gibt andere in Deutschland, die sind schon auf einer globalen Plattform und arbeiten jetzt daran, diese Plattform weiter Richtung Kunden, Richtung Lieferanten zu digitalisieren. Die haben eine sehr gute Basis, um letztendlich die Digitalisierung weiterzutreiben. Und für den CFO hat es den Vorteil, dass man da natürlich die gesamte Wertschöpfungskette steuern und managen kann. Ich bin natürlich neugierig. Können Sie zumindest ein, zwei Unternehmen nennen, die besonders gut sind, besonders weit in diesem Prozess? Also wenn man jetzt deutsche Unternehmen als Beispiel nennt, glaube ich, dass die BASF ein Unternehmen ist, die jetzt wirklich viel Geld investiert haben, ein einheitliches System sagen wir, aufzubauen, um hier wirklich sagen wir, weltweit konsistent sagen wir, zu agieren, als ein Beispiel aus der Chemieindustrie. Dann würde ich sagen, kommen wir zum Schluss zu unserer drei Fragen von Finance TV. Ich bitte auch Sie, mit Ja oder Nein zu antworten. Ist das komplett digitalisierte Unternehmen ein Hirngespinst? Nein, das gibt es heute schon. Gehören die deutschen Unternehmen auf dem Weg dorthin zu den Vorreitern? Leider nicht. Das finden wir eher bei den Amerikanern. Kann ein CFO die Verantwortung für solche Großprojekte auch mal an gute Leutnants delegieren? Ja, er kann das delegieren, aber er kann nicht aus der Verantwortung gehen. Interessante Einblicke, wirklich spannendes Thema. Vielen Dank für Ihren Besuch, Reinhold Pfeiffer. Danke Ihnen auch fürs Zuschauen. Vielleicht machen Sie sich ja nächste Woche auf der CeBIT selbst noch mit solchen Projekten vertraut. Falls Sie sowas anpacken, wünschen wir natürlich viel Erfolg dabei und freuen uns, wenn Sie morgen wieder reinschauen. Tut nichts zur Sache ab 12 Uhr bei Finance TV. Tschüss!